Ja, hallo Freunde, willkommen auf Mittwoch zu einer neuen Folge vom Kühnes Kochkanal. Die hatten wir ja am Ostersonntag versprochen. Zwar gibt es heute ein Dreierpack, das heißt drei Rezepte in einem, zwei Brote und eine Creme, eine Bärlauchcreme, passend zu der Saison. Ja, es wird heute keinen großen Abspann geben. Wenn ihr das Video mögt, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Wir freuen uns über jedes Abo. Könnt ihr immer unten rechts machen. Kleiner Tipp noch bei der Bärlauchcreme. Wir haben zwei Knoblauchzehen genommen. Ist ziemlich heftig. Auch für uns Knoblauchliebhaber. Müsst ihr austesten. Aha, meine Frau und ich haben gesagt, also beim nächsten Mal tut es einer auch. Seht es euch einfach an. Viel Spaß. So Freunde, los geht's mit unserem Krustenbrot. Hier schon mal ein grober Überblick über die Zutaten. Was ihr dafür benötigt und wie viel, steht natürlich wie immer in unserer Infobox. Unsere beiden Mehlsorten und den Sauerteig haben wir jetzt in eine Rührschüssel gegeben. Und dazu kommt jetzt das Salz. Hier haben wir jetzt 250 ml Wasser, das mit 250 ml Malzbier aufgegossen wird. Jetzt zerbröseln wir die Hefe in unsere Wasser-Malzbier-Mischung. 250 Gramm Malzbier, 250 Gramm Wasser. Wobei das Wasser lauwarm oder die gesamte Masse sollte lauwarm sein. Also nehme ich heißes Wasser, kaltes Malzbier, einen Würfel Hefe und die zwei Teelöffel Zucker. Vermenge ich miteinander und gebe sie zur Mehl-Sauerteig-Mischung dazu. Der Teig ist etwas klebrig. Mit mehligen Händen forme ich daraus ein Brot und gebe es in eine ovale Form. Diese Form sollte einen Deckel haben, weil wir das Ganze im Backofen abdecken. Die Kruste wird mit einem scharfen Messer leicht eingeschnitten und nun kann das Ganze mindestens eine halbe Stunde gehen. Unser gutes Stück kommt jetzt für eine halbe Stunde bei 250 Grad Umluft in den Ofen mit geschlossenem Deckel. Danach entfernen wir den Deckel, drehen auf 200 Grad zurück und backen das Brot nochmal eine halbe Stunde. Nach einer Stunde Backzeit sieht unser Krustenbrot so aus. Wir lassen es jetzt abkühlen, nehmen es aus der Form und dann einfach nur genießen. Guten Appetit! Hier im groben Überblick die Zutaten für unser Schwarzbrot. Was genau und wie viel ihr davon braucht, erfahrt ihr natürlich wie immer unten in unserer Infobox. Zuerst streichen wir eine Backform mit Butter ein und darin werden die Haferflocken ausgestreut. In eine Rührschüssel haben wir unsere Mehlsorten gegeben, den Sauerteig und jetzt geben wir das Salz dazu. In einen Messbecher geben wir jetzt den Rübensirup, das Wasser und bröseln die Hefe ein. Dann vermengen wir das alles gut miteinander. Unsere Sirup-Wasser-Hefemischung geben wir jetzt zu unserer Mehlmischung mit zu und danach wird alles gut verrührt. Unseren Teig habe ich nun in eine Kastenkuchenform gefüllt. Der Teig ist sehr klebrig, ähnlich wie bei einem Rührkuchen. Aber das werdet ihr sehen, sobald ihr das nachbackt. Den Teig lassen wir nun in dieser Form etwas gehen, circa 2 Stunden, abgedeckt an einem warmen Ort,
Ja, und dann sehen wir uns. Ja, meine Frau hat vergessen zu erwähnen, dass wir die Oberfläche nochmal mit Haferflocken bestreut haben. Unseren Ofen haben wir auf 230 Grad Umluft vorgeheizt, eine Schale Wasser drunter gestellt. Das Brot kommt rein, wird 15 Minuten vorgebacken, danach bei 200 Grad 30 Minuten weitergebacken. So Freunde, auch unser zweites Brot ist jetzt fertig. Wir lassen es noch ein wenig abkühlen, dann kann es angeschnitten werden. Ja, und dann kommen wir zum passenden Brotaufstrich, nämlich unserer Bärlauchcreme. Für unseren Bärlauchbrotaufstrich brauchen wir Bärlauch, eine große Handvoll, zwei kleine Knoblauchzehen, 250 Gramm Schafskäse oder Hirtenkäse, 300 Gramm Frischkäse und zum Würzen Salz und etwas Chilipulver. Der Bärlauch wird nun klein geschnitten. Auch der Schafskäse wird klein geschnitten. Unsere Zutaten kommen nun alle in eine Rührschüssel, ein hohes Gefäß. Hier ist nun der Bärlauch und der Knoblauch drin. Unseren Schafskäse tue ich noch dazu und unter anderem auch den Frischkäse. Und danach wird das Ganze püriert. So, jetzt wird kurz gewürzt, nachdem ich alles püriert habe. Ein bisschen von dem, was sind das eigentlich? Chilipulver. Chilipulver und Salz. Ich denke, das reicht. Und auch das püriere ich unter oder ja, mixe es mit dem Pürierstab. Und dann ist unsere Creme auch schon fertig.